Der Sommer dieses Jahr lässt leider ein bisschen auf sich warten. Es regnet und regnet, es ist windig und hier kommen schon wieder die ersten Tropfen runter. Vielleicht hast auch du schon gemerkt, dass deine Pflanzen auf dem Balkon gar nicht so glücklich aussehen. Es ist leider ein viel verbreiteter Aberglaube, dass man seine Pflanzen bei Regen nicht gießen muss. Deswegen folgen jetzt meine Top 3 Tipps für einen verregneten Sommer. Ich bin Chantal von Green Me Up und wir sind selber passionierte Pflanzenliebhaber. Wir sind der Meinung, dass jeder mit den richtigen Pflegetipps seinen Balkon so wunderschön grün machen kann. Falls du keine Pflegetipps mehr verpassen möchtest, folge doch jetzt unserem Kanal. Der allererste und wichtigste Tipp ist, mache unbedingt Löcher in all deine Gefäße, wo du deine Pflanzen reinsetzt. Solche Balkonkästen hier kommen meistens ohne Löcher im Boden. Das heißt, das Wasser würde sich unten im Kasten sammeln und hat keine Chance abzufließen. Du siehst hier, unten sind schon kleine Vorrichtungen, um Löcher reinzumachen. Am besten kannst du einen ganz einfachen Bohrer verwenden und einmal durch den Kasten bohren. Wenn du für deine Pflanzen einen solchen Kübel verwenden möchtest, achte unbedingt darauf, dass auch hier unten ein kleines Loch oder ein Ablauf ist. Alternativ kontrolliere jeden Tag und kippe das überschüssige Wasser aus. Häufig werden draußen solche Metallkübel verwendet und auch diese kommen ohne Loch unten im Boden. Hier ist es auch etwas schwieriger, unten ein Loch reinzumachen. Wenn du wirklich sicher gehen möchtest, dass das Wasser sich nicht unten staut, kannst du auch noch eine Drainageschicht in deinem Kasten oder in deinem Kübel verwenden. Dazu kannst du einfach Steine, Blähton oder auch kleinere Äste verwenden, die dann verhindern, dass die Erde die Löcher zusetzt. Das passiert gerne mal, wenn es viel regnet und die Erde richtig ausgewaschen wird. Der zweite wichtige Tipp ist, schütze deine Pflanzen unbedingt vor Starkregen oder anhaltenden Regengüssen. Sprich, wenn es dauerhaft regnet oder einfach sehr stark, können deine Pflanzen im wahrsten Sinne des Wortes ertrinken. Auch der Wind, der meistens in Kombination mit dem starken Regen auftritt, ist ein großes Problem, denn auch dadurch können die Pflanzenteile gerade bei so großen Pflanzen schnell abknicken. Also stellt eure Pflanzen entweder nahe einer Hauswand auf oder unterstützt sie mit einem Rangstab oder Gitter. Jetzt hast du dafür gesorgt, dass das Wasser wunderbar aus deinen Kübeln oder Kästen abfließen kann. Doch wenn du wie hier eine Regenrinne zum Beispiel über deinem Balkon hast, kann es auch passieren bei stark anhaltendem Regen, dass der Regen über die Rinne läuft und in deine Pflanze prasselt. In dem Fall werden die oberirdischen Teile weggedrückt, weggeschwemmt und die Pflanze hat eigentlich keine Überlebenschance mehr. Achte darauf, wenn es stark regnet, dass deine Pflanzen nicht direkt unter so einer Regenrinne stehen. Wenn der Regen so stark ist, dass du merkst, dass die Erde in deinen Kästen schon weggeschwemmt wird, ausgespült wird, dass die Wurzeln sich freilegen, dann kannst du auch noch mal eine Art Mulchschicht oben auf deinen Kübeln oder Kästen aufbringen, die dann einfach verhindert, dass der Regen in die Erde prasselt. Und meistens ist es auch so, dass die Erde quasi weggesprengt wird und einfach aus dem Kasten rausgespült wird. Nimm dazu einfach Rindenmulch oder etwas Stroh oder auch Blätter, die du so noch vielleicht von irgendeiner anderen Pflanze verwenden kannst. Zweige, die du abgeschnitten hast, eignen sich auch. Das verhindert dann, dass der Regen direkt auf die Erde prasseln kann und du verhinderst, dass die Wurzeln sich freilegen können. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Das Wichtigste ist auch, dass du trotz Regen deine Pflanzen jeden Tag einmal kontrollierst. Es kann nämlich auch passieren, wenn du deine Pflanzen schön geschützt an einer Hauswand aufgestellt hast oder etwas unter einem Dach, damit sie nicht so nass werden, dass deine Pflanzen dann schlichtweg zu trocken werden. Achte unbedingt darauf, dass du auch bei anhaltenden Regengüssen täglich kontrollierst und auch gießt, tatsächlich. Denn auch so dicht bepflanzte Kästen wie dieser hier oder gerade auch mediterrane Pflanzen, die dicht bepflanzt sind, neigen dazu, dass einfach durch die oberirdischen Pflanzenteile nicht genug Regen eigentlich an die Erde gelangt. Und das ist ein großes Problem. Kontrolliere das, fühle einfach täglich einmal kurz, wie hier ist die Erde jetzt sehr feucht, das fühlt man direkt, da brauche ich nur ganz kurz fühlen. Und wenn sie eben trocken ist, dann unbedingt gießen. Mit einer angepassten Pflege bleiben also auch deine
Pflanzen auf dem Balkon schön. Du kannst sogar im Sommer deine Zimmerpflanzen mit auf den Balkon nehmen. Wenn du magst, schau doch gerne mal in unser letztes YouTube-Video. Dann erfährst du, welche Pflanzen dafür besonders gut geeignet sind. Schreib uns gerne in die Kommentare, wenn du auch noch mal ein Video zur Pflege bei einem trockenen Sommer haben willst. Denn auch das ist ja die letzten Jahre öfters vorgekommen. Da können wir euch gerne auch noch mal Tipps mit an die Hand geben. Also, wir wünschen euch viel Erfolg, einen tollen Sommer und wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare.